Internationalen Ermittlern ist ein bisher wohl beispielloser Schlag gegen die organisierte Kriminalität gelungen. Bei weltweit koordinierten Polizeieinsätzen wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen, wie Europol berichtet. Tonnenweise Drogen sowie Waffen, Bargeld und Schmuck wurden sichergestellt. Der Schlag gelang, weil Ermittler präparierte Telefone in mehr als 300 Banden einschleusen konnten. 18 Monate lang wurden so unter anderem Mitglieder der Mafia und asiatischer Verbrechersyndikate abgehört. In Deutschland wurden laut Behörden mehr als 70 Personen festgenommen. Und ich frage nach bei meiner Kollegin Sandra Scheuring in Frankfurt. Was können Sie denn über diese konzertierte Aktion sagen? Wie ist es dazu gekommen? Ausgangspunkt war tatsächlich der Erfolg des FBI. Den Ermittlern ist es gelungen, in die Szene der organisierten Kriminalität sogenannte Krypto-Handys einzuschleusen. Die sind hoch begehrt, denn sie sind generell schwer abzuhören. Denn da kann man nicht aufs Internet zugreifen. Es gibt auch kein Mail-Programm, sondern die sind nur für die interne Kommunikation, sag ich mal, offen. Und diese präparierten Krypto-Handys wurden dann eingeschleust weltweit. Und die Amerikaner konnten so auf die Gespräche zugreifen. Sie haben dann ihre Erkenntnisse Europol mitgeteilt und circa vor einem Monat dann auch hier an die deutschen Ermittler. Ja, und dann kam es gestern zu den groß angelegten Razzien. Der Schwerpunkt war tatsächlich hier in Hessen im Rhein-Main-Gebiet gewesen. Was haben diese Razzien gebracht? Also erstmal rein faktisch 150 Gebäude wurden durchsucht. Da hat man unter anderem auch Drogenküchen ausgehoben. Es gab 70 Festnahmen. Es wurde kiloweise Rauschgift sichergestellt, Bargeld, Schusswaffen. Aber den Ermittlern hier ist es ganz wichtig zu betonen, dass man jetzt nicht nur so, ich sag mal, die Kurierebene abgreifen konnte, sondern sich Zugang verschafft hat zu den hierarchischen Strukturen. Das sind ja Mafia-ähnliche Strukturen. Und da hofft man, dass man auch wirklich an Führungspersönlichkeiten rankommt. Die Erkenntnisse, die man jetzt durch die Razzien gewonnen hat, die müssen jetzt noch ausgewertet werden. Und da sagt man, das steht noch alles am Anfang. Aber hier sind sich die Ermittler sicher, das war ein wirklich beispielhafter Coup. Sandra Scheuring, vielen Dank nach Frankfurt. Unabhängig von der großen internationalen Polizeiaktion haben heute auch Sondereinsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen Razzien gegen die Clan-Kriminalität durchgeführt. Dazu hören wir jetzt das Statement von Innenminister Reul. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Seit heute Morgen, 6 Uhr, laufen an Rhein und Ruhr landesweite Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von einer bekannten Clan-Familie in Nordrhein-Westfalen. In einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Düsseldorf haben Ermittler des Landeskriminalamts sowie Beamtinnen und Beamten der Düsseldorfer Polizei insgesamt 31 Objekte durchsucht. Häuser, Wohnungen, Büros, Geschäftsräume, unter anderem in den Städten Leverkusen, in Duisburg und in Düsseldorf. Grund für diese Exekutivmaßnahmen ist der Verdacht des bandenmäßigen Betrugs, des Sozialhilfebetrugs und der Geldwäsche. Ein weiteres Ermittlungsverfahren ebenfalls gegen ein Clan-Mitglied ist bei der Staatsanwaltschaft Duisburg anhängig. Hintergrund hier ist ein Steuerverfahren, bei dem die Polizei unterstützt. Im Zuge dessen wurden ebenfalls mehrere Objekte unter anderem in Duisburg, Leverkusen und Gelsenkirchen durchsucht. Zu diesem zweiten Ermittlungsverfahren kann ich aus Geheimhaltungsgründen allerdings keine näheren Angaben machen. Nur so viel, auch dieser Einsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt waren bei diesem Einsatz rund 600 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, darunter Kräfte des mobilen Einsatzkommandos, der Bereitschaftspolizei und der Spezialeinheiten. Es gab bei diesen Ermittlungen drei Ziele. Erstens, Haftbefehle zu vollstrecken. Zweitens, die Immobilien der Clans zu durchsuchen und so weitere Beweise zu sichern. Und drittens, Vermögen zu beschlagnahmen, das durch Straftaten erlangt wurde. Die Ermittler haben unter anderem mit speziellem Gerät Zugang zu einer Villa in Leverkusen sich verschafft.
Dabei wurde unter anderem ein gepanzertes Fahrzeug benutzt. Und hier konnten 4 Personen aufgrund von Haftbefehlen festgenommen werden. Bei den Festgenommenen handelt es sich um den 46-jährigen Hauptbeschuldigten, dessen 42-jährige Ehefrau Sophie die 24- und 28-jährigen Söhne. Meine Damen und Herren, das ist heute ein Schlag gegen die erste Liga der Clankriminalität. Bei dem 46-Jährigen handelt es sich um einen der absoluten Top-Leute der Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier heute nicht nur ein hochkarätiges Clan-Mitglied festgenommen, sondern ihm auch noch sein Zuhause weggenommen. Die Villa in Leverkusen, die wir heute Morgen durchsucht haben, die gehört schon in wenigen Stunden dann nicht mehr den Kriminellen. Heute Mittag werden die Ermittlungsbehörden mit dem Grundbuch zu Gericht fahren und lassen die Familie austragen und den Staat eintragen. Und wenn das nicht zeigt, wie durchsetzungsstark und handlungsstark der Rechtsstaat ist, dann weiß ich das auch nicht mehr. Und heute ging es, um es mal plastisch zu sagen, um mehr als um unversteuerten Tabak. Heute geht es den Clans an ihre Existenz. Wir sind in den vergangenen Monaten und Jahren den Clans ja Stück für Stück immer mehr auf die Pelle gerückt. Und ich habe immer gesagt, das geht nicht mit Simsalabim und so dicken Sprüchen, sondern das dauert. Da muss man Geduld haben. Und dass die Politik dieser 1000 Nadelstiche nur eine Säule unserer Null-Toleranz-Strategie ist, aber eine nicht ganz unwichtige. Aber dass wir langfristig an die organisierte Kriminalität ran wollen. Wir wussten immer, dass wir einen langen Atem benötigen. Und heute zeigt sich einmal mehr, dass unser Weg richtig war und in Zukunft auch richtig sein wird. Sie können sicher sein, nach jedem Einsatz, der in den Medien bekannt wird, dringen unsere Ermittler noch tiefer in die kriminelle Struktur ein, in die kriminellen Sümpfe ein und auch in ihre finanzielle Schattenwelt vor. Übrigens auch beweisen die heutigen Ermittlungen, wie handlungsfähig der Rechtsstaat ist. Und nochmal, wir überlassen NRW nicht den kriminellen Clans. Ich möchte in diesem Zusammenhang all den daran beteiligten Ermittlerinnen und Ermittler aus den unterschiedlichsten Behörden ein riesiges Lob aussprechen und mich sehr, sehr herzlich dafür bedanken. Da haben viele Spezialisten und Analysten unserer Kriminalpolizei in den letzten Monaten und Wochen systematisch die DNA der Kriminellen entschlüsselt und sind tief in die Keimzellen ihrer Struktur vorgedrungen. Das ist Polizeiarbeit, auf die man stolz sein kann und auf die auch ich stolz bin, und zwar jeden Tag, heute allerdings ganz besonders. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass ich mehr dazu jetzt nicht sagen kann. Ich kann das nur politisch im Moment bewerten, denn es wird heute eine Pressekonferenz der Behörden geben im Landeskriminalamt um 14 Uhr. Und bei dieser Pressekonferenz werden dann sicherlich noch viele Details bekannt gegeben. Aber ich wollte schon, dass Sie frühzeitig auch die Dimension dieses Vorgangs heute einschätzen können, einordnen können. Es ist schon ein sehr großartiger Tag für die Polizisten in Nordrhein-Westfalen im Kampf gegen Clankriminalität. Und der ist noch nicht zu Ende. Ich habe immer gesagt, was sich 30 Jahre entwickelt hat, geht nicht in 5 Minuten wieder wegzuschaffen. Das wird lange, lange, lange dauern. Wir haben viele kleine Nadelstiche gesetzt, wir haben manche größeren Erfolge erzielt. Aber heute, das ist schon ein Riesending. Und ich hoffe, es wird nicht das Letzte sein. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, dass Sie aufmerksam hier waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, und weitere Informationen gibt es beim Landeskriminalamt. Herzlichen Dank.